Und wir starten gleich mit Zukunftspotenzial. Strom aus der Sonne ist nicht nur ein Schlagwort, das umweltbewusste Menschen anspricht, sondern auch vielfältige Möglichkeiten in der Wirtschaft und am Arbeitsmarkt eröffnet. Was ist zu beachten, um einen Arbeitsplatz an der Sonne zu ergattern? Das zeigt die folgende Reportage. Ein Traum wird wahr. Aus Sonne Energie zu gewinnen und diese Energie für einen späteren Zeitpunkt sogar speichern können. Vor einigen Jahrzehnten noch unvorstellbar, jedoch heute alles andere als eine Utopie. Dr. Hans Kronberger, Präsident von Photovoltaik Austria, bringt es auf den Punkt. Und die zentrale Frage für das 21. Jahrhundert ist, woher nehmen wir die Primärenergie, also die Energie, die wir umwandeln in die Nutzenergie, mit der wir dann Wärme, Licht oder Mobilität und was immer auch haben. Und hier haben wir eine totale Verknappung der fossilen Energieträger Öl, Kohle und Gas. Wir haben auch kaum Uran, abgesehen von der Gefährlichkeit dieser Technologie. Daher ist die Frage, die sich für uns stellt, woher nehmen wir die Primärenergie? Und dafür gibt es eine Erfindung, die besagt, dass man Licht, Sonnenlicht, in Kraft umwandeln kann, in elektrische Energie. Das ist für mich eine der größten Erfindungen der Menschheitsgeschichte überhaupt. Wir können aus Licht Strom machen und mit Strom unseren Energiebedarf im Wesentlichen decken. Konkret funktioniert das heute schon sehr gut, sowohl technisch wie auch finanziell. Erneuerbare Energie ist die Zukunft. Mit Windenergie, Wasserkraft oder Solarenergie kann man mittlerweile Häuser, Betriebe und sogar, würde man wollen, ganze Städte ohne Einschränkung energiemäßig versorgen. In der Landesinnung der Elektrotechniker sieht man Jobpotenzial für tausende zusätzliche Arbeitsplätze. Noch nie war angesichts der ständig steigenden Energiekosten die Nachfrage nach alternativer Energiegewinnung so stark wie jetzt. Ingenieur Peter Marcuzzi von der Wirtschaftskammer Wien setzt daher ganz stark auf die Spezialausbildung der Elektrotechniker im Hinblick auf erneuerbare Energie und sieht für die Zukunft große Betätigungsfelder. Denn soweit das Auge reicht, gibt es genug Platz für neue Solaranlagen. Und die müssen schließlich fachgerecht errichtet werden. Also unsere Aufgabe ist, unsere Mitglieder zu unterstützen, zu fördern, zu informieren und natürlich auch den Konsumenten mittels der E-Marke und der PV-Fibel sozusagen das an die Frau und den Mann zu bringen, damit die Bevölkerung versteht, dass erneuerbare Energie nicht teuer ist, sondern absolut leistbar und vernünftig ist. Noch vor 20 Jahren stand man mit dieser Meinung oft alleine da. In diesem Wiener Elektrounternehmen hat man sich 1993 entschieden, ein energieautarkes Betriebsgebäude zu errichten. Sonnengewinnung am Dach, Erdwärmegewinnung unter dem Haus und im Gebäude Energiesparmaßnahmen wie Sonnensegel, absenkbare Jalousien und die Möglichkeit zur zentralen Fernsteuerung, um Lichtverbrauch, Heizzeiten und andere energiesparende Maßnahmen optimal aufeinander abstimmen zu können. Ingenieur August Nussbaumer zu der damaligen Kalkulation. Also Grundlage für die Entscheidung waren Ideen, die der Architekt mit dem technischen Planer des Objektes gemeinsam ausgebrütet haben und wo der Bauherr, der Herr Dr. Sieblick, die Zustimmung gegeben hat, damals schon eine Investition zu genehmigen oder umzusetzen, die sich nach damaligen Berechnungen erst nach 77 Jahren rentiert hat. Damals wusste niemand, dass es anders kommen sollte. Bereits heute sind die Energiekosten eingespart und der Betrieb ist auf der Gewinnerseite. Das ist richtig. Wir haben natürlich jetzt nicht laufend Energienachweise uns besorgt und nachgerechnet, aber jeder weiß, dass in den letzten 15 Jahren die Energiekosten derartig gestiegen sind. Es muss einfach ein Plus für uns herausgekommen sein. Verständlich, dass angesichts dieser Entwicklungen ein besonderes Augenmerk auf die Ausbildung gelegt wird. Sowohl in den Betrieben als auch auf schulischer und universitärer Ebene werden angehende Elektrotechniker und Energieingenieure dahingehend qualifiziert. Die Höhere Technische Lehranstalt Hollerbrunn gilt als Kompetenzzentrum und besitzt die größte österreichische Ausbildungsanlage im Hinblick auf Photovoltaik. Absolventen dieser Lehrgänge sehen einer rosigen Berufszukunft entgegen. Es ist einfach wirklich Zukunft und es interessiert mich und ich wollte es machen und ich merke auch, dass es das Richtige ist, was ich machen wollte. Haben Sie das Gefühl, dass hier am Standort gut ausgebildet wird und dass Sie da für die Zukunft gerüstet sind? Ja, das habe ich schon das Gefühl und es ist auch, wenn es irgendwelche Probleme gibt, die Lehrer sind für einen da und die Ausbildung ist wirklich sehr gut. So wie die Absolventen hier sind auch die Elektrotechniker nach abgeschlossener vierjähriger Berufsausbildung mit Spezialmodul Erneuerbare Energie am Markt hoch gefragte Facharbeiter.
Denn eines dürfte klar sein, so viel man von der alternativen und umweltbewussten Energiegewinnung auch finanziell profitieren kann, so viel kann man auch verlieren, wenn derart hochkomplexe Anlagen ein Pfusch sind.